Und wie betete Jesus? Er betete zum Vater. Er fiel mit Angesicht zum Boden und betete wie ein Moslem. Ja, und die Buddhisten machen das auch. Heißt es, dass sie jetzt an Gott glauben oder was? Heißt es, dass sie an Allah jetzt glauben oder was? Hast du schon mal gesehen, wie Buddhisten beten mit dem Angesicht zum Boden? Ne, habe ich noch nicht gesehen. Ja, siehst du, also, was erzählst du denn da? Du siehst doch, dass Aber es gläubige Menschen gibt, die sich auf ihr Angesicht niederwerfen und zu Gott beten. Aber das heißt doch noch lange nicht, dass das auch so die Wahrheit sein soll. Oder dass ein Beweis dafür sein soll. So gut kann ja auch der Buddhismus ja dann richtig sein, nach deiner Auffassung nach. nee, es ist ja nicht nur das, aber ich sehe zum Beispiel in meinen Augen, wenn Jesus Gott sein soll, wie hat Gott Schwächen? Natürlich nicht, aber wenn Gott sich selber einschränkt, dann musst du auch damit klarkommen, dass Gott in dem Moment menschliche Eigenschaften Aber übernimmt, Gott ne? ist allmächtig. Gott ist allmächtig. Er braucht nicht auf die Erde kommen für die Menschheit. Er braucht sich nicht als Mensch auszugeben. Gott ist Warum? allmächtig. Wieso? Wieso nicht? Gott Wieso ist nicht? anders als die Gott ist Menschen. allmächtig und kann das. Er kann, die Frage ist, kann er das? Er kann das, richtig? Natürlich, er kann alles, aber er braucht das nicht. So ist das, siehst du? Wer bist du, Er dass du braucht. sagst, dass er das nicht braucht? Vielleicht will er das so. Aber im Koran Siehst steht, du? Allah ist nicht mit dem, ist nicht wie ein Mensch. Ach nein, warum denkt er dann so wie ein Mensch in Sure 6101? Nee, wie? Ja, der Allah sagt, wie sollte ich einen Sohn haben, wo ich doch keine Gefährtin habe? Hast du schon mal sowas gehört? Allah, der Allmächtige, sagt, wie sollte ich ein Kind haben, wo ich doch keine Gefährtin habe? Also ohne Freundin ist es nicht möglich. Hast du schon mal sowas gesehen? Also hat er so menschliche Attribute, er denkt wie ein Mensch, der Allah. Da stellt so eine Frage, hey, ihr dummen Christen, wie soll ich denn eine Freundin haben, wie soll ich denn einen Sohn haben, wo ich doch keine Freundin habe? Ist das zu fassen? Es ist herausgegangen.